Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren zwei Tagesbotschaften für heute und für morgen. Wir ziehen gleich wieder drei Karten aus dem Lennemore-Kartendeck für unsere Hauptüberschriften und dann sind heute die Krafttiere dran. Da ziehen wir natürlich auch zwei Karten und du darfst entscheiden gleich, welches Krafttier es sein darf, das erste oder das zweite. Nimm es gerne dann als Begleiter für die ganze Woche bis zum nächsten Krafttier-Orakel. Und manchmal denkt man auch, ich hätte aber heute gerne zwei. Und manchmal sage ich auch, guckt euch bitte das erste, zweite nochmal an, weil es ergänzt total schön. Und manchmal hast du auch selber so ein Bauchgefühl, dass es richtig ist, auch beide für die Woche als Begleiter zu nehmen. Ne? Das Video ist zeitunabhängig. Trotzdem, dann, wann du schaust, dann ist es genau für dich auch da und hat dann auch wichtige Botschaften, Impulse für dich parat. So, wir schauen uns natürlich erstmal die allgemeinen Überschriften hier an. So, dafür mische ich natürlich erstmal unsere Lennys und bitte sie um tolle Botschaften für uns. Wobei ich ja immer wieder sage, alles ist toll. Ne? Es ist ja wichtig auch zu wissen, wenn wir irgendwas berücksichtigen dürfen und so. Ne? Es ist ja besser, wenn wir Hinweise im Vorfeld haben, als wenn es zu spät ist. Dann können wir uns darauf einstellen und können dann unseren Weg, unsere Woche, wenn du es heute am Montag schaust, auch viel besser starten. So, da haben wir den Hund schon wieder. Den hatten wir schon letzte Woche auch, ne? Am Montag. Das ist krass, das ist jetzt unser Montagsbegleiter. Und die Sonne, ach wie schön. Aber ich finde es auch so wichtig, ne? Der Hund ist ja, der steht ja so für so viel. Ne? Es ist so, natürlich steht es auch für das klassische Haustier. Ne? Also das könnt ihr gerne auch darauf übertragen. Aber sind nicht Freundschaften oder gute Menschen, wo wir vertrauen können, ob das jetzt Partner, Partnerinnen ist, ob es zukünftige Partner, Partnerinnen sind, Familienmitglieder oder wirklich klassisch Freunde. Ist es nicht schön, wenn diese da sind? Und vielleicht ist es auch das Signal jetzt, dass wir diese auch hegen und pflegen sollten. Ne? Dass wir vielleicht diese Hinweise bekommen jetzt an unseren Montagen zum Wochenstart, dass wir unsere Freunde mal wieder mehr leben und erleben dürfen. Ne? Und auch wertschätzen, dass sie da sind. Ne? Wie ich euch auch wertschätzen möchte, dass ich mich so freue, dass ihr da seid. Ne? Ohne euch wäre hier mein Kanal nichts. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass ihr meine Arbeit hier auch so annehmt, ne? Und auch meine privaten Beratungen. Ich bin wirklich da so froh, weil ich kann meine Berufung auch leben, obwohl ich noch einen Vollzeitjob als Selbstständige habe, als Trainer und Coach. Ne? Aber gut, das ist was anderes. Aber ich finde es schön und vor allen Dingen auf der anderen Seite Vertrauen. Wie wichtig ist Vertrauen für uns? Ne? Und gerade so hier der Mond und Mond und Sonne nebeneinander ist eine mega Kombination. Im Mond ist diese Gefühlskarte, ist natürlich auch so manchmal unser Gefühlsleben, unser Seelenleben und das Auf und Ab manchmal. Ne? Manchmal vielleicht auch in Freundschaften oder auch im Vertrauens, auf Vertrauensebene. Manchmal ist es einfach so, dass es furchtbar ist und wir vertrauen wollen und dann doch enttäuscht werden. Und dann sagen wir uns, wir vertrauen nie wieder. Ne? Wir müssen erstmal alles durchleuchten und, und. Und jetzt bekommen wir die Signale schon, wie gesagt, wie letzten Montag auch schon. Wir bekommen die Signale, dass jetzt Vertrauen angesagt ist. Ne? Aufs Bauchgefühl, auf die Seele hören. Weil das ist dein höchstes Glück. Ne? Das ist so die Kombination, wirklich Vertrauen, aufs Bauchgefühl hören, die Seele sprechen lassen, herauslassen, was die Seele dir sagen möchte. Ne? Alle so diese Punkte. Und dann hast du hier das große Glück parat. Und vielleicht auch wirklich mit einem Seelengefährten. Ne? Und das muss nicht immer eine Liebe sein. Es können auch andere Personen sein, ne? Wo man wirklich tief merkt, man ist verbunden. Und man kann so eine schöne Zeit dann auch miteinander verbringen und offen auch sein. Ne? Weil hier ist das höchste Glück mit der Sonne auch. Aber für mich ist immer, wenn auch hier der Mond neben der Sonne liegt, ist das so ganz viel Kraft auch und ganz viel Stabilität im Inneren. Ne? Wir schauen unser inneres Kind vielleicht an, wir sagen Ja zu uns. Ne? Das ist auch so ein Prozess, den ich auch total schön finde, wo man wirklich sagen kann, so, jetzt gucke ich mir in diesen beiden Tagen, natürlich darfst du, vielleicht hast du schon den Prozess auch gestartet und darfst auch noch weitere Tage da wirklich auch mit dir arbeiten und in dich hineinhorchen, weil du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, sage ich euch auch oft genug. Und deswegen ist es wichtig, dass es euch gut geht, ne? Und heilt auch euer inneres Kind, weil so wie im Innen, so im Außen. Und das bekommst du hier auch, weil das bringt dir Kraft, das bringt dir Energie.
geh aus dem Pessimismus raus, wenn auch vieles passiert ist. Ich kann verstehen, dann ist es schwierig, ne? Aber du bekommst schon die zweite Woche oder den zweiten Montag, wenn du es wirklich Montag schaust, ansonsten ist es auch egal, aber beim letzten Kraftorakel war es halt auch der Hund, du bekommst die Signale, dass du vertrauen darfst, ne? Und dass du auch annehmen darfst. Und das ist dann, glaube ich, wenn es so doppelt gemoppelt auch kommt, dann sollen wir das auch. Und dann sollen wir nicht hinter allem irgendwas sehen, sondern vielleicht auch mal 5 Grad sein lassen. Ne? Und hier wirklich mit dem Mond, der Mond ist auch eine Erfolgskarte zu dem höchsten Glück hier auch, weil letztendlich ist die Sonne im Lendemoor die höchste Karte. Das ist einfach so, diese Basis ist aber natürlich auch Vertrauen. Ich kann kein Glück spüren, wenn ich immer im Pessimismus bin, wenn ich immer alles anzweifle. Ich kann euch total gut verstehen, ihr Lieben, ne? Wenn viel passiert ist in eurem Leben, dann ist es schwierig, ne? Wenn man auch enttäuscht wurde von Menschen, auch die einem vorher ja sehr gut gesonnen waren, wo man viel vertraut hat, ne? Und auch in Beziehungen, auf welcher Ebene auch immer, viel gegeben hat. Und es ist schwierig dann zu sagen, boah, jetzt vertraue ich wieder. Aber es geht ja hier um euer Seelenleben. Es geht darum, dass ihr hier das Glück spüren könnt. Und dafür ist wichtig, hier auch diese Reinigung, das aufzuräumen auch, ne? So, ziehen wir mal natürlich 2 Krafttiere noch als Begleiter dazu, zu den Botschaften, die ich schon gegeben habe. So, du darfst gerne jetzt entscheiden, ob es das erste oder das zweite Krafttier sein darf, links oder rechts. Ich starte mit dem ersten Krafttier. Da haben wir die Freiheit. Und hier haben wir auch den Mond, die 32. Wow, schaut mal, ihr Lieben. Nochmal hier tiefe Seelengefühle. Ne? Vielleicht ist es auch hier so, dass aus einer Freundschaft plus, was ganz Großes wird, ne? Weil ihr so verbunden seid, weil da so viel da ist, ne? Weil da so viel ihr euch gegenseitig geben könnt und trotzdem seid ihr frei. Ne? Das ist auch dieser Heilungsprozess, auch vielleicht mit jemandem zusammen diesen Weg zu gehen, ne? Auf Seelenebene. Und Seelengefährte ist was Großes. Und dann als Belohnung noch zusammen das höchste Glück auch noch spüren. Und manchmal ist es so, dass erstmal was wachsen muss in der Freundschaft. Aber ist das nicht schön, man kann miteinander kommunizieren, vielleicht auch blind, weil man sich auf Seelenebene so berührt. Und diese Freiheitskarte sagt mir einfach auch nochmal, du kannst alles erreichen. Ne? Du kannst alles erreichen, wenn du wieder in den Optimismus gehst, wenn du wieder wirklich für dich, zu dir auch selbst Ja sagst. Ne? Und du bist immer frei, du hast immer die Möglichkeiten. Du hast immer die Möglichkeiten, auch wenn du selber sagst, ja, ich komme ja nicht raus aus finanziellen Themen und. Was auch immer, ich habe da einen Rattenschwanz hinter, ne, den ich nicht so einfach loslassen kann. Dann such dir Hilfe, das ist auch ganz wichtig. Schau hier, ne, nach, es sind Menschen da oder ein Mensch, wo du vertrauen kannst und wo du spürst, dass du auch ja, diesen Menschen als Begleiter nehmen darfst. Und ich finde es aber trotzdem als Kombination, auch in Freundschaften, ist das so wichtig. Auch zum Beispiel meine beste Freundin, die ist wirklich auch ein paar 100 Kilometer von mir entfernt und trotzdem sind wir schon 1000 Jahre befreundet. Und das ist diese Freiheit auch, dass ich nicht Angst haben muss, dass es nicht mal meine Freundin ist, nur weil man sich vielleicht nicht meldet oder weil man sich mal zurückzieht, weil man auch seine Themen hat. Ne? Das wird dann akzeptiert, man gibt sich Signale, du, ich bin für dich da, du kannst jederzeit auf mich zukommen, ne? Und jederzeit mit mir auch reden, wenn du möchtest. Das sind auch so Prozesse, ne? Und das ist auch so ein Freiheitsgefühl, dass ich kann mir das herausnehmen. Und das ist auch mit Vertrauen und Loyalität auch gepaart. Das gehört für mich alles auch irgendwie zusammen. Und ja, das ist, steigert uns auch, steigert unser Selbstwertgefühl und alles halt. Ne? Und deswegen ist so wichtig, dass du jetzt diese Signale bekommst, dass du wirklich auch vertrauen kannst. Du kannst dir selbst auch vertrauen. Du hast viel gearbeitet an dir. Du bist vielleicht noch auf deinem Weg, deine Seele auch hier zu heilen. Aber dann hast du hier wirklich das Freiheitsgefühl mit dem Glück und du kannst das machen. Und ja, alles, was dir wirklich auf dem Herzen liegt, dass deine Seele dir als Signal immer wieder vielleicht auch mitgibt und immer wieder sagen möchte, ne? Das ist auch so. Und dann genießt es wirklich, dass du diese Möglichkeiten hast und vielleicht denkst du dir in dem Moment, ich bin aber noch nicht so weit. Dann schau dir diese Themen an. Das ist ganz wichtig jetzt, weil du bekommst diese Hinweise, weil dein großes Glück wartet hier auf dich. Und das zweite Krafttier, da haben wir die Anpassung, das Chamäleon. Ja, und das ist vielleicht auch mal ein guter Hinweis. Ne? Manchmal wissen wir nicht, oder es gibt vielleicht auch Menschen unter euch, ne? Oder du bist gerade vielleicht jemand, der oder die es nicht schafft, mit Freundschaften oder Freundschaften aufzubauen. Und
und sagt, ja, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es auch mal etwas, was man mal spiegeln lassen darf, ne? Was man mal reflektieren darf und im Außen mal schaut, auch wenn man sich mit Menschen unterhält, weil wir haben hier die 11, auch die Routen, die Tacheles-Gespräche, ne? Dass man vielleicht auch mal spricht mit einem guten Freund oder mit jemandem, ne? Ob jetzt Familienmitglieder, Freund oder Partner, Partnerin, wo man einfach auf einen Konsens kommt, wo man vielleicht mal wirklich sagt, okay, es ist hier, es eckt hier halt immer. Ne? Der Mond zeigt auch oftmals dieses Auf und Ab und es eckt immer. Und warum eckt es? Ne? Und vielleicht geht es darum, jetzt mal wirklich hier Butter bei der Fische zu geben und mal wirklich drüber zu sprechen und vielleicht auch mal zueinander zu finden. Ne? Und dieses Anpassen heißt auch mal vielleicht auch mal wirklich zu sagen, okay, das sind deine Bedürfnisse und das sind meine Bedürfnisse. Und die Bedürfnisse, die du hast, das sind aber keine konträren Bedürfnisse zu meinen. Also kann ich hier vielleicht dir entgegenkommen. Man kann Kompromisse schließen. Ne? Und so können Freundschaften auch wachsen. Und dann kann auch in Beziehungen, dann kann dieses Auf und Ab auch viel einfacher gelebt werden. Ne? Es ist sonst so energieraubend. Ne? Und ihr wollt ja hier auch mit dem Mond wirklich den Erfolg haben. Und ihr wollt eine Stabilität in eurer Seele haben. Ihr wollt eine Balance haben, definitiv. Und deswegen sprecht wirklich, sprecht aus, was euch am Herzen liegt. Und schaut, dass ihr hier auf einen Nenner kommt. Anpassung heißt für mich wirklich so, dass das Signal da ist, dass du dann auch viel friedvoller leben kannst. Und du kannst natürlich dann auch viel mehr vertrauen. Weil wenn man immer so Streitpunkte hat oder immer aneckt oder sich wirklich fragt, warum habe ich keine Freundschaften und so, dann ist es auch wichtig, mal an die eigene Nase zu packen. Warum funktioniert das nicht? Bin ich sehr im Ego? Will ich immer nur mein Ding durchziehen? Was passt hier nicht? Und dann geht es darüber zu sprechen und vielleicht kriegst du den Hinweis auch, oh, jetzt spreche ich mal mit dieser Person, in welcher Konstellation du auch zu dieser Person stehst. Aber da geht es darum, mal wirklich auch mal, ja, wirklich mal zu schauen, wie man wirklich zusammen auch harmoniert. Und dann geht es nicht darum, dass du nur gibst, das meine ich damit nicht. Ne? Es ist alles ein Geben und Nehmen. Nur auch alle Beziehungen, auch die Geben und Nehmen beinhalten sollten, ist nicht 50-50, ne, meine Lieben. Und darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass man sich anpasst, dass man das Gefühl hat, dass auch ein Gegenüber, ich muss mal kurz husten, entschuldigt bitte, ich habe einen eigenen Schluck hier verspuckt, dass ein Gegenüber auch einen Wertschätzung rüberbringt, aber wir genauso. Und mal ist es so, dass ich 80% gebe, und mal ist halt ein Gegenüber gibt mal 90%, ne? Oder es sind auch Phasen, wie es einem auch gut geht und nicht gut geht. Ne? Deswegen ist dieses Geben und Nehmen nicht 50% und muss auch nicht sein. Aber das Gefühl ist wichtig. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir da halt beide gleich ticken. Oder auch mit mehreren natürlich. Ne? Es können ja hier auch Gruppen sein, wo man mal schauen darf, ne? Warum funktioniert irgendwas nicht. Aber hier ist das A und O, auch mit den Routen hier, sprecht darüber. Ne? Ganz wichtig. Und ihr wisst, das kennt ihr auch, die schon länger da sind, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und das sage ich als Kommunikationstrainerin tagtäglich, weil so ist es auch. Ne? Wenn man sich nur ärgert und alles in sich hineinfrisst, da kommt man nicht mit weiter. Ich kommuniziere immer sehr schnell. Ich bin sehr direkt, sehr offen und sehr ehrlich. Versuche natürlich mit meinem Ton, ne? Der Ton macht die Musik und auch natürlich die Wortwahl. Ich passe mich den Menschen empathisch an. Aber hier ist wichtig zu sprechen. Ne? Und hier ist auch wichtig, auch selber zu schauen, was kann ich dazu geben, dass das hier halt auch wirklich reibungslos läuft, damit alle Beteiligten auch wirklich das Glück spüren können letztendlich. Weil das ist das, was wir alle wollen. Wir wollen glücklich sein. Und wie schön ist das, wenn wir eine Harmonie leben dürfen? Es ist nicht alles immer rosarote Brille und es ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und darum geht es auch nicht. Es geht aber darum, eine Basis zu finden, ne? Wo man sich annähert und das Glück dann auch spüren darf. Definitiv. Ihr Lieben, zwei zauberhafte Tage wünsche ich euch und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Bis dann. Tschüss.